Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das diesjährige Wissenschaftsjahr, von der Bundesregierung gefördert und beworben, steht unter dem Motto Freiheit. Und was hatten die Befürworter der antifreiheitlichen Corona-Maßnahmen ausgerechnet zum Thema Freiheit zu sagen bei der Auftaktveranstaltung am 17. Januar hier in Berlin? Einschränkungen der Wissenschaftsfreiheit gibt es natürlich nur im Ausland, in China, im Iran und so weiter. Kein Wort davon, dass sich in Deutschland ein Netzwerk Wissenschaftsfreiheit gründen musste, weil die ideologischen Agendawissenschaften, Postcolonial Gender Studies mit ihrer Intoleranz und aggressiven Cancel Culture nicht nur andere Meinungen, sondern Daten und Fakten aktiv unterdrücken. Eine Bedrohung der Freiheit gibt es allerdings auch in Deutschland, so der Tenor auf dieser Veranstaltung. Und das sind, Sie raten es vielleicht, die bösen Populisten und namentlich die AfD. Wenn die Präsidentin des Deutschen Ethikrates, Frau Professor Büchs, ungefragt und ungeprüft in die mediale Lügenkampagne gegen die AfD einstimmt und zum Kampf gegen unsere freiheitliche Bürgerpartei ausruft, dann sagt das alles über das Übermaß an Gesinnung und den Mangel an Selbstreflexion bei führenden Vertretern unseres Wissenschaftsbetriebs. Ja, Sie schreien jetzt. Ein für den 6. Juli 23 an der Uni Würzburg angesetzter Vortrag von Professor Bernd Abeck über Transsexualität und Transgender musste wegen studentischer Proteste abgesagt werden. Sachbeschädigungen und Beschimpfungen inklusive, federführend die örtliche grüne Hochschulgruppe. Und die Bundesregierung macht es ja vor. Ende Mai 22 veröffentlichten 100 deutsche Wissenschaftler einen Aufruf gegen die Infragestellung der wissenschaftlichen Erkenntnis der Zweigeschlechtlichkeit durch Sendungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der Queerbeauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, verunglimpfte diesen Beitrag als Pamphlet, das mit Fake News arbeitet. Das ist die Gewinnblitzfallstudie. Wie ein unbekannter Unternehmer in nur einem Monat seinen Gewinn verdoppelte. Nur für Unternehmer. Klicken, E-Mail eintragen, sofort ansehen. Ist staatlicher Aktivismus gegen die Wissenschaft, meine Damen und Herren. Zumindest hat die Biologin Maria-Luise Vollbrecht vor dem Berliner Verwaltungsgericht gegen die Humboldt-Uni Recht bekommen, die ihren Vortrag über Zweigeschlechtlichkeit abgesagt hatte. Angeblich stehe er auch nicht im Einklang mit den Werten der Universität. Werte gehen vor Wahrheit. Soweit sind wir schon. Und die FDP lässt das zu, Frau Strack-Watzinger. Das ist das Gegenteil von liberal. Und das alles hat systemische Gründe. Mit der Einführung der Bologna-Reform vor 25 Jahren wurden die Wissenschaftler stark von der Einwerbung von Drittmitteln abhängig gemacht. Das hat den Einfluss des Staates enorm erhöht, der heute mit seinen Förderlinien elegant steuert, was er von der Wissenschaft hören will. Wer zahlt, schafft an. Wir brauchen daher nicht immer neue ideologische Förderprogramme, wie in Ihrem Haushalt wieder. Wir brauchen eine solide Grundfinanzierung der Universitäten und Hochschulverbünde und damit endlich wieder mehr Freiheit in der Wissenschaft. Vielen Dank. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Nachhaltigkeit ist ein Begriff aus der sächsischen Forstwirtschaft des 18. Jahrhunderts. Nicht mehr Ressourcen verbrauchen, als sich im gleichen Zeitraum neu bilden. Ein urkonservatives Prinzip, das durchaus geeignet wäre, die Schattenseite der modernen Wachstumswirtschaft, nämlich den bedrohlich steigenden Ressourcenverbrauch, in den Griff zu bekommen und den Wohlstand und eine intakte Natur auch für künftige Generationen zu bewahren. Leider sind aber Nachhaltigkeitsdiskurs und Politik in die Hände von linken Sozialingenieuren geraten und dadurch gründlich verdorben worden. Die vorsichtige Weisheit der Nachhaltigkeit wurde in eine aggressive Hypermoral umgebogen, die direkt oder indirekt auf Enteignungen unseres nationalen, aber auch privaten Vermögens hinarbeitet. Du wirst nichts mehr besitzen, aber glücklich sein, tönt es aus Klaus Schwabs Weltwirtschaftsforum. Und schulden wir nicht dem Klimaflüchtling unseren Wohlstand im Namen globaler und historischer Gerechtigkeit? Das Narrenschiff der sozialistischen Utopie segelt heute unter der Flagge der Nachhaltigkeit. Alle linken Lieblingsideen werden diesem missbrauchten Begriff untergeschoben. So werden Gleichstellungs- und Genderpolitik von unserem Bildungsministerium als Nachhaltigkeitsmaßnahmen eingestuft. Und laut nationalem Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung sollen Studenten zu Change Agents im Dienst der großen Transformation erzogen werden. Nie war Friedrich von Hayek
Hayeks Warnung vor der verhängnisvollen Wissensanmaßung des Sozialismus aktueller als heute. Jede Planwirtschaft, wusste er, muss scheitern, weil prinzipiell kein ökonomisches Modell der Komplexität der Wirklichkeit gerecht werden kann. Und wie viel mehr muss Scheitern und Katastrophen herbeiführen, wer glaubt, das Weltklima und die totale globale Gerechtigkeit herbeiführen zu können? Das zu echter Nachhaltigkeit würde gehören, von solchem Planungswahn Abstand zu nehmen. Sie führen den Begriff Nachhaltigkeit zu Unrecht im Munde. Vielen Dank. Wussten Sie, dass der deutsche Staat konkrete Vorbereitungen trifft, um auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen? Bleiben Sie dran, um zu erfahren, worum es geht und was man heute noch dagegen tun kann. Die Staatsschulden explodieren, nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Europäischen Union. Die EZB hat in den letzten Jahren so viel Geld in Umlauf gebracht wie noch nie in der europäischen Geschichte. Unsere extrem hohe Inflation ist das Ergebnis genau dieser Politik. Aber damit nicht genug. Es gibt Hinweise, dass sich der Staat darauf vorbereitet, auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen, auch wenn er versucht, diesen Fakt mit allen Mitteln zu verschweigen. Stichwort Vermögensregister, Stichwort Lastenausgleich. Wir dürfen hier auf YouTube nicht im Detail darüber reden. Es besteht die Gefahr, dass unser Beitrag dann vom Netz genommen und unser Kanal gesperrt wird. Deshalb an dieser Stelle nur so viel. Wenn Sie eine Lösung suchen, um Ihr Vermögen vor einem Zugriff des Staates zu schützen, laden wir Sie zum kostenlosen Webinar mit Alexander Streeb ein. Herr Streeb ist seit mehr als 30 Jahren Finanzprofi. Er hat die aktuellen Gefahren analysiert und Lösungsstrategien entwickelt. Um sich vor einem möglichen staatlichen Zugriff auf Ihr Vermögen zu schützen, müssen Sie zuerst wissen, welche Gefahren da überhaupt lauern. Herr Streeb erklärt Ihnen die eben genannten und noch einige weitere Gefahren. Sie werden von ihm Lösungsvorschläge bekommen, was man konkret dagegen tun kann. Wenn Sie Klarheit und Sicherheit haben wollen, melden Sie sich jetzt zum kostenlosen Webinar an. Sie finden den Link dazu unter dem Video. Es gibt eine Lösung. Und sie hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun, nichts mit Aktien, Kunst oder digitalen Währungen. Es handelt sich um einen echten Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich geschützt hat, indem er den Zugriff des Staates verhindern konnte. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video und melden Sie sich an. Statt einen Monat für Ihr Gehalt zu arbeiten und es dann zu verlieren, investieren Sie mal eine Stunde und denken mit Herrn Streeb über Ihr Geld nach. Nehmen Sie sich jetzt Zeit für dieses wichtige Webinar. Es geht um Ihre Zukunft. Es geht um Ihr Vermögen. Werden Sie jetzt aktiv.